Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Korinth: Wir verkünden Christus als seine Kreuzigung. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für uns aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Viele Menschen werden sich gegen Kreuz und Leid in ihrem Leben. Beten wir zu Gott um eine andere Sicht von Kreuz und Leid. Wir denken an die Menschen in Kolumbien, die Papst Franziskus besucht hat, um zum Frieden zwischen den verfeindeten Parteien beizutragen, dass sie angetanes Unrecht nicht rächen wollen, sondern zum dauerhaften Frieden miteinander kommen. Gott, unser Vater, wir beten für Bischof Friedhelm, der heute sein 25-jähriges Bischofsjubiläum feiert und seinen Dienst in unserem Bistum beendet, dass er in Dankbarkeit auf diese Zeit zurückschaut und alles, was er nicht erreichen konnte, vertrauensvoll in Gottes Hand legt. Gott, unser Vater, wir beten für die vielen, die mit ihrem Schicksal hadern und immer Vergleiche mit den Menschen ziehen, denen es besser geht, dass sie zur inneren Zufriedenheit mit sich selber kommen und sich von Gott getragen wissen. Gott, unser Vater, beten wir auch für alle, die von Kreuz und Leid bisher verschont geblieben sind, dass sie es zu schätzen wissen und dankbar dafür sind. Gott, unser Vater, beten wir für alle verstorbenen Wallfahrer, dass Gott ihnen die ewige Freude schenkt. Gott, unser Vater, Gott, das Vertrauen darauf, dass du uns prägst, gibt uns auch in schweren Zeiten Kraft und Zuversicht. Bewahre in uns dieses Vertrauen bis zum Ende, wie auch Maria bis zum Ende unter dem Kreuz ausgehalten. Weil du uns liebst bis in Ewigkeit. Amen.
Sohnes beten. Barmherziger Gott, dein Sohn hat uns am Kreuz die selige Jungfrau Maria zu uns gegeben. In Gemeinschaft mit dir feiern wir das Opfer des Lebens. Schau gnädig auf uns und nimm unsere Gebete und Gaben an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Als Maria unter dem Kreuz stand, erfüllte sich das Wort des Greises Simeon. Ein Schwert durchdrang ihre Seele, beim Leiden und Sterben ihres Sohnes. Du aber hast ihren Schmerz in Freude gewandelt und sie mit Christus in deine Herrlichkeit erhoben. Darum preise dich deine Erlöser. Und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut,
das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Vom Geheimnis unseres Glaubens lasst uns singen. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Josef, mit den Heiligen, deren Namen wir tragen, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Friedhelm und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich all unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Vater gehorsam, in Jesus seinen Weg erfüllt seine Sendung durch Kreuz und Leid zum neuen Leben. Mit seinen Worten beten, glauben, hoffen auch wir, lasst uns sprechen. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, und schenke unserer Welt deinen Frieden. Komm uns zu Hilfe mit deinen Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Und lass uns voller Zuversicht die Wiederkunft Jesu Christi erwarten. Der Friede ist ein Gut,
ersehnt wird und doch so notwendig ist und von uns mitgebaut, mitgeschaffen werden kann. Wir bitten ihn, der der Friede ist, der den Frieden gibt, den die Welt nicht geben kann. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns und der Welt die Einheit und den Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt einander ein Zeichen dieses Friedens. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünden der Welt. Groß sein lässt meine Seele in den Herrn.
Lassen uns beten. Herr unser Gott, in dieser heiligen Feier haben wir die Gnade der Erlösung empfangen, die, dass wir im Gedenken an die Schmerzen der seligen Jungfrau Maria bereit sind, die Bedrängnisse unseres Lebens zu ertragen und so zu ergänzen, was noch fehlt, an den Leiden Christi für seinen Leib, der die Kirche ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zum 44. zugleich letzten Mal durfte ich Sie heute bei der Wallfahrt zu Maria in den Tal begrüßen. Es waren schöne Jahre mit vielen Begegnungen. Die meisten Gesichter werden bleiben: Pfarrbüro, Wachshaus, Pfarrheim, Koldingheim. Noch vorne werden andere Gesichter auftauchen. Aber die Wallfahrt geht weiter. Und ich bitte Sie um die gleiche Treue, auch in der Zukunft, dass Sie immer wieder junge Menschen aus Ihren Gemeinden für die Wallfahrt begeistern können und mitnehmen, damit die Wallfahrt auch von Ihren Gemeinden her aus weitergeht. Es freut mich, dass ich auch heute wieder eine Lehrerin vornehmen darf, aus der Bibelgruppe Holstein-Wittelsfeld, Büdesheim-Leuchelheim. Wir hatten das Bilderkreuz für 25 Jahre Teilnahme, Frau Andrea Köpp und Herr Ewald Laumann, und für 40 Jahre mit Frau Elisabeth Laumann kennengelernt. Wir sind miteinander verheiratet, eins hat das andere die Zeit motiviert. Deswegen 25 und 40 Jahre. Ich bitte Sie, hier vorzukommen, um die Ehre zu empfangen. Thank you.
Gott segne uns und euch, liebe Schwestern und Brüder. Ich wünsche einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Heimkehr, eine gesegnete Zeit. Ich denke, die Sonne, die ich schon von Bamberg her gesehen habe, die ist jetzt auch hier, glaube ich, angekommen. Möge Gott uns mit seinem Segen auf die Fürsprache Mariens begleiten. Der Herr sei mit euch. Den Sohn der Gottesmutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren. Ihre Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Amen. Euch und allen, die heute ihr Gedächtnis beleben, schenke Gott die wahre Freude und den ewigen Lohn. Für die Bereitschaft zu kommen, für die ansprechende Predigt. Es war ein guter Tag, eine frohe Botschaft in den Kreuzen und im Leib auch unserer Tage. Herzlichen Dank dafür.